So, weiter geht's mit der neuen Runde auf Australia. Es läuft ja aktuell ein Sommer-Event. Das ist tatsächlich relativ umfangreich, so wie ich gesehen habe. Ich bin, glaube ich, auf Channel 2, oder? Ist das Channel 2? Ne, ist Channel 1, okay. Ich bin heute mal wirklich ein bisschen früher online und deswegen ist noch nichts los. Ich hoffe, wir finden zumindest eine Party. Ja. Es passt. Okay, es gibt hier auf alle Fälle als Event über die, ich glaube, Sommerzeit, das ist ein Sommer-Event, 10% mit Def und 25% mehr XP, was eine ganze Menge ist. Es gibt außerdem noch eine ganze Menge anderer Sachen. Am 20.05. Hier, Mistralia. Nee, doch. Mistralia Easter Magic. Achso, sorry. Das war das Event, was beendet wurde. Hoppla. Ich kaufe mal schon nicht mal Amplis, dann kann man nicht mal leveln, bevor ich hier nur im Labern bin. So, einmal. Dann kann der direkt nach wo auch immer hingehen. So. Heute Route 220, by the way. Das denke ich mal ist klar. So. So. So, okay. Nach dahin, genau. Okay, so. Dann, genau, Mistralia Summer Breeze. Ich finde schon mal das Wortspiel toll. Also, weil Breeze halt eben der Owner ist, oder Developer, keine Ahnung, oder beides. Genau, so. Don't miss out on Special Quests. NPC Ellen. Allein. Nordflaris, need to help. Hätten noch hinschauen können, habe ich natürlich vergessen, weil ich verpeilt bin. Ich habe es gestern schon mal gelesen und deswegen hätte ich mal halt da wirklich das mit einplanen können. Ich hab nicht mal Buffs. Aber ich habe einen Ringmaster. Naja. Ja. Gut. So. Ich bin nie verpeilt oder so, das sieht alles so aus. So. So. Naja, ist nicht perfekt, aber ich denke, wir werden es überleben, die letzten paar XP da. Okay, Buffs haben wir tatsächlich jetzt alle. Ne, einer fehlt. Keine Ahnung, welcher das ist. Ach ja, Prevention wahrscheinlich. Okay. So, dann noch ganz kurz unser F-Tool an. Okay. Also, wir haben hier eben, wie gesagt, Special Quests. Da müssen wir nur mal schauen, was es ist. Exclusive Items, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es sind Cash-Shop-Sets oder so, genau. Es gibt ein Special Summer Calendar und Summer Season Pass. Ich habe natürlich den letzten jetzt nicht mehr genutzt. Das war vielleicht echt ein bisschen blöd. Müssen wir mal schauen. So muss ich ihn erstmal leveln. Und dann werde ich, wie gesagt, vielleicht mal das Ding kaufen. Knapp 90 Tage, knapp 3 Monate. Genau. Na gut, schaut auf jeden Fall cool aus vom Design her und so. Wobei man natürlich heutzutage fairerweise zusagen muss, ist natürlich wahrscheinlich alles KI generiert. So, dann haben wir den ersten. Warte mal. Ach, Tag 3? Was? Wir haben schon Tag 3? What? Delicious Pancakes. Naja, genau, also normalerweise ist es immer so. Die Dinge sind immer kostenlos und wenn man einen Tag verpasst, muss man eben mit DPs dafür zahlen. Und das machen wir jetzt auch mal. Was gibt's hier? Candy Jar. Crafting Material. Braucht man bestimmt irgendwann. So, Powerful Star Candy, also Food ist ja sowieso ein bisschen ein Problem hier. Deswegen bin ich mal relativ happy, wenn man was kriegt. Das ziehe ich gleich auch beim Ringmaster darunter. Okay. Wir können noch Power-Ups aktivieren. Sollten wir das machen? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ein Upcut oder so, oder? Aber ich will es nicht so viel aktivieren, weil wir brauchen halt wirklich nur nicht viel eigentlich. Wir brauchen halt echt nicht viel. Genau. Ach ja, übrigens letztens noch einen Pickup-Pad-Upgrade bekommen, beziehungsweise gekauft. Von einem Spieler. Wo ist es denn? Hier ist es. Jetzt kommt natürlich die große Frage, wann nutzt man das? Also ich sage mal so, natürlich die Pets werden immer besser und so weiter und haben immer bessere Stats. Allerdings gibt es einen Elefanten im Raum, oder besser gesagt einen Olo-Cube im Raum,
Mit anderen Worten, wenn man 50 Mal Odocup gefarmt hat, und ich habe, glaube ich, davon schon 40 Mal so gefarmt, dann kann man Sachen machen. Nee, kriegt man quasi halt den Odocup als Pet. Der hat dann wirklich komplett kranke Stats und ich würde sagen, den machen wir uns direkt zum Pet. Also Master ist es eh nicht mehr weit weg. Wir bleiben zuerst mal von der 20, um zum Farmen und so für Dungeons und Volcano und whatever. Aber ja, genau. Der ist dann trotzdem in Reichweite und dann nutzen wir das eben dann, wenn es soweit ist. Okay, XP sind, ich weiß nicht mehr genau, wie viel wir das im letzten bekommen haben. Theoretisch sollten wir jetzt mehr bekommen als letztes Mal. Ob das wirklich der Fall ist, weiß ich gerade nicht. Irgendwie nicht so wirklich. Okay, die Party ist nicht voll, deswegen kriegen wir wahrscheinlich genauso viel XP wie vorher. Bisschen blöd. Ich spiele gerade übrigens das erste Mal mit X-Lag. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier wirklich einen großen Unterschied macht. Ich glaube allerdings stellenweise schon. Ich meine, hier steht aktuell 15 MS, im Programm steht 10 MS. Ich nutze es halt primär für für Endless Flight, was ich momentan ja spiele. Und das ist wirklich ein Must-Have. Und da habe ich tatsächlich das geschafft, einen Ping von 300 ungefähr auf 170 runterzukriegen. Ist natürlich immer noch nicht gut, aber es ist halt schon. Also, es ist halt eine Halbierung des Pings effektiv, was halt wirklich krass ist. Ich weiß nicht, mit was für einer Art von Hexenmagie, dass die das machen. Also, dass ein Programm auf dem PC das irgendwie verändern kann. Keine Ahnung. Die nutzen, glaube ich, echt irgendwie schwarze Magie oder so. Bin mir ziemlich sicher. Sorry, wenn ich ab und zu mal unterbrechen muss. Meine Nase hat einfach einen anderen Plan als ich. Und denkt sich halt so, ja, das ist Frühling. Allergiezeit ist am Start. Und jetzt bin ich auch voll am Start. Genau. Ja. Was gibt es sonst noch hier? Es gibt noch Fun Activities, hier diese Minigames, die man mit anderen Spielern spielen kann, was ich ganz cool finde. Event Dungeon Summer Dream Teleporter. Event Dungeon? Wo ist das denn? Teleporter. Was ist Old Road? Hey lol, warte mal, das ist neu. Das ist neu. Das ist ja cool. Okay, wollen wir noch diesen Summer Dream? Bin ich blind? Da, Leute, da oben. Was ist da drin? Summerbox? Summer Nature Box? This enchanted castle is only accessible at a certain time of the year. Take your chance and collect as many event items as possible. An exchange for a great price. Okay, das heißt, wir können mal auch noch anschauen. Jetzt müssen wir mal schnell 121, also 120 mit 99% machen. Community Spirit. Connect with fellow players, make new friends and enjoy the vibrant Mistralia Community. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung. Also. Was? Oh. Nice. Super nett von ihm. 0,58% kriegen wir momentan. Oh, das ist ja geil. 10 Leute, was das Ding bringt, HP und Death und Attack und Additional Damage. Also und PvE Damage und Crit Damage. Okay. Ja, also schadensmäßig sind wir sowieso ganz gut dabei. Genau, da müssen wir auf jeden Fall noch schauen. Okay, Hidden Threat, and you Hidden Threat wants to turn you guys into frogs. Find and defeat it before it can do so. Ich denke mal, das ist ein World Boss, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Change Giant Designs of Paradise Island and Asria Giants. Okay, ja. Klingt erstmal alles recht interessant. Also müssen wir mal schauen, was das alles so auf sich hat. Ich bin auf jeden Fall immer sehr gespannt. Ey, das Leben ist eine Nase und ich hasse es. Oh, Priest ist online. Nice. Speed, XP, Collecting Speed. Pet Experience, nice.
Und einen Golden Key. Direkt nutzen. Mal schauen, was drin ist. Upcuts und Grilled Eel. Okay, das ist super. Das war einfach kein ganzer Pärchen, was wir gerade bekommen haben. Fast ein Pärchen wahrscheinlich, oder? Was waren das? 8 Stück oder so? Das ist halt echt, das ist halt gut. 80 Millionen. Sagen wir das 7 Stück, weil das heißt. Oder hatte ich vorher schon ein paar? Ah, nicht sicher. Das sind auf alle. Okay, also wir haben auf alle Fälle. Also den Pärchen haben wir definitiv bekommen. Also den Pärchen in Items eben. Okay, das ist geil. Okay, das Inventar füllt sich genauso. Müssen wir auch mal schauen, dass wir hier ein bisschen aufräumen und so. 56%, 57%. Hat jeder voll schaut? Ich weiß es nicht. Und 60%. Ach, 61% schon, lol. Ach ja, wir kriegen jetzt mehr XP, stimmt. Kriegen wir erst das gleiche Level ab, genau jetzt. 105 ist er übrigens. Das heißt, ich habe diesen overpowerten OP-Stick. Ja, der richtige overpowerte OP-Stick. So, so, so. Hier knallt es die ganze Zeit im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Boom. Lol, 10 KP, okay. Ohne Buffs. Lol, die Cast Speed. Wie viel Cast Speed das wir einfach haben? Ach genau, ein Necklace Set ist auch fast komplett für den Ringmaster. Wait, ob mein Necklace 101? Nein. Necklace. Das andere Necklace. Naval Set, okay. 2 und 4 Teil bringt 35%. Okay, das ist nice. Die haben wir easy. Also, wir haben jetzt schon 3. Yuri Drop, der müsste kill jenes. Gut, okay. Ringmaster bleibt stehen, okay. So, gleich haben wir es geschafft. Ja, das Schaden und so. Also, klar, natürlich jetzt auch wegen den Buffs. Aber insgesamt, ist schon ganz nett soweit. Boom. Es ist ganz cool, wenn man auch so ein bisschen passiv noch die Achievements farmen kann und so. Also, ist eine ganz coole Sache, finde ich. Weil es einfach so viele gibt. Also, natürlich, das hängt jetzt einfach nur zu 90% daran. Aber es gibt halt dann teilweise auch Server, wo man wirklich vielleicht so ein Zehntel der Achievements farmt. Und alle andere ergrindet man halt dann wirklich auf sehr, sehr anstrengende Art und Weise. Finde ich eben nicht ganz so geil. Natürlich, klar, es kann auch Grind sein und so und das ist vollkommen okay. Aber ich finde es einfach cool, wenn sich halt solche Kill irgendwie 500 Monster dann steigert bis zu Kill 500.000 Monster oder 5 Millionen Monster oder so. Dass man einfach dann selbst noch nach langer Zeit ab und zu mal irgendein Achievement kriegt und so. Ich finde, das macht ein bisschen. Es bringt ein bisschen mehr Spaß rein irgendwie. Okay, das Problem mit dem Ringmaster wird aber echt ein bisschen größer. Oh, nein. So, okay. Dann gehen wir kurz nach Flaris. Mein Fenster ist nicht skaliert. Shit. Wait, warum kann ich nicht skalieren? Geht es mit den Aufnahmen nicht? Toll. Okay. Ach, wenn eine Taskleiste nicht ausgeblendet wird. Ach, Windows. Warum machst du immer Probleme? Jetzt. Hoffentlich. Okay. Crafting. So, warte mal, ist das zu viel? Nein, ist genau richtig. Okay. Wir sind gleich wieder Level up. Fast Level 13 sogar. Das ist schon mal sehr angenehm. Nope. Was sind denn die Dinger noch? 15 XP sind jetzt auch nicht die Welt, aber es passt. Nein, es reicht nicht. Doch, es reicht. Nein, es reicht nicht. Scheiße.
Wow. Okay. Dann gibt es noch den NPC. Der ist. Wo war der? Moment. Aber Flaris Nord, glaube ich, habe ich ihr gesagt, oder? 5 Minuten einfach so. Quest, genau, hier Ellen, genau. Exchanger. Oh, es gibt ja alles. Okay, es gibt eine Random Anarchy Box. Swim Gear. Okay, nice. Mal kurz schauen, was es noch alles gibt. Genau, CS-Sets. Haufenweise CS-Sets. Summer Box. Alle kommen nach Troppen. Oh, hier, Power-Ups. Oh, let's go. Ja. Attack Speed, Jumping Height, okay. Guildies, Mascropets, Medals. Die sind sogar ziemlich geil, wenn man dafür kann man, glaube ich, dieses Set kaufen oder so. Und wie war das? Okay, Badges sind auch ganz cool. Event-Coupons, okay. Summer Dragon Egg für 7 Stunden Power-Up. Wow, okay, finde ich cool. Was gibt's denn hier eigentlich? Itembox, also. Genau, dieses komische Set gibt's da, dieses Ding. Almighty Dragon King Set, wie viel haben wir davon eigentlich schon? Wir haben 3500. Genau. Okay, nice. Gut, dann schauen wir beim nächsten Mal ausprobieren. Deswegen erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.